So, hallo ihr Lieben, ich habe mich mal dazu entschlossen, meine Haare nochmal so pastellrosa-mäßig zu tönen. Ja, wie man sieht, sind meine Haare ja jetzt immer noch blond, weißblond, teilweise ein bisschen gelblich noch, aber es ist nicht schlimm. Dann habe ich hier noch meine Extensions, die ich gleich auch noch mit eintönen werde. Das sind jetzt diesmal Extensions von VP Fashion. Da kommt auch noch dann später ein Review zu. Warum ich jetzt gerade die benutze und nicht die von AppHair, die ich euch letztens gezeigt habe, kann ich euch auch noch kurz erklären. Und zwar, wenn man beide Marken mal vergleicht, also immer die hellsten Extensions, die man von beiden Marken bekommen kann, sind die von VP Fashion noch einen Tacken heller. Und weil ich ja jetzt hier so einen Pastellton tönen möchte, eignen sich die von VP Fashion einfach besser, weil die von AppHair sind halt eher noch so ein bisschen gelblicher. Und wenn man dann so einen Pastellton damit tönen möchte, dann wird es halt immer so ein bisschen gelbstichig und deswegen nehme ich halt dafür immer die von VP Fashion. Ja, die Links zu den Extensions und alles mögliche, die Links zu den Farben, die ich benutzt habe und alles mögliche packe ich euch dann mal in die Videobeschreibung, damit ihr das dann bei Bedarf nachlesen könnt. Und ja, ich fange jetzt einfach mal mit dem Mischen an, sonst komme ich hier nie in die Pötte. So, ich habe jetzt hier wieder meine größere Metallschüssel. Ich nehme jetzt extra wieder die größere, weil ich die Extensions ja noch mit eintönen wollte. Dann kurz was zur Erklärung mit der Spülung hier. Ich habe ja letztes Mal unter einem Video geschrieben, dass man nicht so dünne Spülung benutzen soll, also so flüssige Spülung, weil das Ergebnis sonst etwas schlechter wird. Und ich habe jetzt hier eine von Alterra, na, hier, so eine Feuchtigkeitsspülung. Die ist halt, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, die ist ziemlich dickflüssig und die benutze ich halt jetzt immer fürs Tönen, nur fürs Tönen. Weil die halt richtig fest ist und dann kann man das einfach besser verteilen. Sonst verteilen sich die Pigmente einfach nicht gleichmäßig im Haar. Die Spülung ist ja hier nur die Trägermasse und die Trägermasse verteilt sich einfach besser als die Haarpigmente. Und deswegen kommt es dann halt einfach zu Flecken und deswegen nehme ich jetzt halt immer so eine feste Spülung. So, ich mache jetzt hier ungefähr 2 Flaschen Spülung rein. Die haben jeweils 200 ml. Dann habe ich hier Directions Carnation Pink. Gebe ich jetzt erstmal so einen Teelöffel rein und guck mal, wie hell das wird. Ich habe hier noch eine Mischung von letztem Mal. Das war Carnation mit Flamingo. Das ist ein bisschen dunkler, wie man sieht. So. Da tue ich jetzt noch ein bisschen von rein. Das ist dunkler als das Carnation. Das hat einfach nur was mit der Pigmentierung zu tun. Ich brauche einfach mehr Farbpigmente, damit es nicht fleckig wird. Das ist der einzige Grund, weshalb ich die jetzt noch mit dazu mische. Also ich erkläre das mal kurz. Das Problem ist halt, wenn man jetzt diese helleren Farben noch verdünnt, dann werden die Pigmente halt immer sehr, sehr weniger. Also die sind halt einfach schon sehr schwach pigmentiert. Und wenn man die dann noch zusätzlich verdünnt, wird das Ergebnis halt immer fleckig. Deswegen mache ich da halt immer noch Farben mit rein, die wesentlich höher pigmentiert sind. Hier noch ein Tipp, das habe ich letztes Mal auch vergessen zu sagen. Ich habe es hinterher in die Videobeschreibung gepostet. Und zwar, wenn ihr solche hellen Töne, solche verdünnten Töne auftragen wollt, dann lasst die Haare dann am besten immer trocken. Man soll bei Directions ja eigentlich die Haare vorher feucht machen, aber lasst sie hierbei trocken, weil dann einfach die Farbe besser verteilt werden kann, wenn man die zu nass macht. Schlechter verteilt werden kann, also schlechter und besser eigentlich gleichzeitig. Weil das Problem ist, wenn man die Haare nass macht, dann verteilt sich die Spülung besser im Haar, aber die Pigmente halt nicht. Und wenn man die Haare trocken lässt, dann verteilt sich die Spülung schlechter, was aber hier gut ist, weil dann die Pigmente einfach gleichmäßiger verteilt werden. Das ist jetzt ein bisschen total blöd erklärt, aber es ist wirklich so. Also dann werden die Haare, die Farbe wird dann halt einfach nicht so fleckig. Gut, ich töne jetzt mal hier eben meine Extensions ein und meine Haare und dann zeige ich euch gleich, wie es aussieht. Ja, so sieht das Ganze dann letztendlich aus. Meine Extensions habe ich auch schon reingemacht. Und ja, ich bin zufrieden. Genau so wollte ich es haben. Wie gesagt, alles Relevante verlinke ich euch in die Videobeschreibung. Und ja, das war's dann schon. Wenn ihr euch mehr solcher Videos wünscht oder wenn ihr euch irgendwas anderes wünscht oder wenn ihr einfach nur mal ein Feedback da lassen wollt oder wenn ihr einfach irgendwas fragen wollt, könnt ihr das gerne tun. Dann benutzt einfach die Kommentarfunktion. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr Lust habt zu abonnieren, könnt ihr das gerne tun. Ihr könnt das Video bewerten, wenn ihr wollt. Und ansonsten empfehle ich euch hier noch meine letzten beiden Videos. Das ist einmal mein Vegan Food Haul, mein erstes. Da zeige ich euch mal, was ich halt alles so gerne esse, was ich so gerne kaufe. Da sage ich euch, wo man die Sachen bekommen kann. Und in meinem Blog habe ich dann noch alles detailliert aufgeschrieben, was das so kostet, welche Menge das ist und so weiter. Also ganz interessant. Und darunter habe ich ein Review zu den AppHair Extensions veröffentlicht. Das könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr Bock habt.
Und ansonsten, wie gesagt, zu den Extensions kommt jetzt auch noch ein Review. Ganz, ganz bald sogar. Das werde ich jetzt hochladen. Und ja, wenn ihr euch Bock habt, das anzugucken, könnt ihr das auch gerne tun. Und ansonsten sage ich jetzt erstmal Tschüss.